In dunklen Wäldern und einsamen Gebirgen, an schwarzen Seen und verborgenen Hainen, auf eurer Türschwelle, in den Schatten, dort lauert etwas. Seltsame Geschöpfe, verzerrte Kreaturen am Rand des Blickfelds, sie beobachten, sie warten, ungesehen von den meisten, doch nicht vor dir. Du siehst, was sie wirklich sind. Wesen. Willkommen im mythischen Mitteleuropa des 19. Jahrhunderts, aber nicht so, wie wir es heute kennen. Ein Land, in dem Mythen real sind. Eine Region mit ausgedehnten Wäldern, deren wenige Städte einsame Leuchttürme der Industrie und der Aufklärung sind. Eine neue Zivilisation bricht an, aber auf dem Land herrschen immer noch die alten Traditionen. Dort wissen die Menschen, was in der Dunkelheit lauert, und sie tun gut daran, es zu fürchten. Im Königreich Bayern im 19. Jahrhundert wurde eine Geheimgesellschaft gegründet, die unter der Schirmherrschaft von König Maximilian II. Diesen Mysterien auf den Grund gehen. Und diese Gesellschaft kann sie sehen und wird alles dazu setzen, das Königreich zu beschützen vor dem, was da draußen lauert, und die Menschen davor zu bewahren. Aber das dürfen sie alle nicht wissen.